Herr Präsident, meine Damen und Herren, viele Grundschullehrer haben die Debatte heute mit Spannung erwartet. Ich weiß, dass viele heute Nachmittag das noch mal nachschauen werden. Und ich möchte Sie bitten, mal gerade zu überlegen, was heute Nachmittag bei diesen Kolleginnen und Kollegen vor Ort ankommt. Ich finde das erschreckend, weil wir haben über alles Mögliche geredet, ganz wenig aber über die Probleme, ganz konkreten Probleme in den Grundschulen und über mögliche Lösungen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe hier einiges aufgeschrieben, nochmal wirklich zu den Ergebnissen der Umfrage. Muss aber jetzt tatsächlich auch Dinge sagen in diesem Zusammenhang, was einige hier vorgetragen haben, was ich wirklich auch, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Frau Hendricks, das war nicht gerade Ihre Sternstunde hier gerade. Sie reden von Landtagswahlkampf und Personalratswahlen beim VBE. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer vor 4 Wochen sich hier hinstellt und sagt, wir dürfen hier überhaupt nicht in diesem Landtag reden, weil ein einziger Verband sagt, wir möchten aber nicht, dass da hier drüber diskutiert wird. Ja? Geht jetzt her und sagt einem anderen Verband, Sie wollten hier nur Wahlkampf machen und Sie wollten nur Ihre eigenen Interessen durchsetzen. Meine Damen und Herren, das passt doch vorne und hinten nicht. So. Dann haben wir ganz, ganz viel hier über Zahlen gesprochen. Frau Hendricks, das ist richtig. Aber es hilft den Leuten vor Ort doch nicht, wenn die Situation so ist, wie sie ist. Wir können über Prozente sprechen, wir können über Millionen sprechen, aber es geht doch tatsächlich darum, jetzt nach Lösungen zu gucken, wie können wir den Kollegen vor Ort helfen. Herr Laschet spricht hier über Wirtschaftspolitik, über das Programm Kein Kind zurücklassen. Was ich von Ihnen nicht gehört habe, Herr Laschet, ist ein einziger konkreter Vorschlag. Der kam dann Gott sei Dank von Herrn Kaiser. Über einen Masterplan sollten wir reden. Jetzt über einen Masterplan. Ich finde das prinzipiell eine gute Idee. Aber Pläne machen, Herr Kaiser, nutzt uns auch nichts. Wir müssen auch überlegen, wie setzen wir jetzt bestimmte Dinge um. So, zu Frau Gebauer. Die Kritik ist berechtigt, aber in jedem zweiten Antrag steht, wir sollen erstmal evaluieren und Dinge erfassen und auch Unterrichtsausfall erfassen und alle möglichen Dinge in Statistiken aufzubereiten. Auch das löst die Situation vor Ort nicht. Und Herr Lindner sagt, Stellen schaffen keinen Unterricht. Das ist richtig. Da geht es tatsächlich auch darum, dass sich die Belastung an den Schulen erhöht hat. Und da muss ich noch mal was zu Frau Lörmann sagen. Frau Lörmann, Sie sagen, durch die Doppelberechnung in der Inklusion, diese 800 Stellen, das ist auch kein nice to have. Die Belastungen sind so gestiegen, dass wir sie dringend brauchen. Das ist kein Zusatz, den wir hier haben. Und sagen, die hätten jetzt Glück gehabt, die Grundschulen. Das ist ganz, ganz bitter notwendig. So, dann will ich aber jetzt doch noch das sagen, was wirklich der VBE herausgefunden hat. Und das Erste, was ich dazu sagen will, ja, gute Bildung ist nicht billig, aber wir müssen sie bezahlen. Und die Situation, die wir jetzt vorfinden, das ist, wenn wir nichts tun, und zwar nicht jetzt was unternehmen, dann ist das nur der Anfang. Guckt man sich mal an, wie die Altersverteilung in den Grundschulen ist, dann kriegen wir in den nächsten Jahren ein riesengroßes Problem, weil wir eine Alterskohorte haben, die in den nächsten Jahren in Pension geht. Und wenn wir den Lehrerberuf nicht attraktiver gestalten, vor allem im Grundschulbereich, dann sind die Probleme, die wir jetzt haben, sind so groß. Die werden so groß, wenn wir jetzt nicht hergehen und dafür sorgen, dass der Lehrerberuf, besonders in der Grundschule, tatsächlich auch attraktiv ist und dass Leute den wählen. Und dazu gehört zum einen, dass wir genügend Schulleiter finden, dass wir die Leitungszeit weiter erhöhen. Dazu gehört aber auch die Anrechnungsstunden, die in den Schulen, in den Grundschulen viel zu gering sind. Das haben Sie auch gerade angesprochen. Und die müsste man zumindest an die Sekundarstufe 1 angleichen, damit diese zusätzlichen Aufgaben, die hier mehrfach angesprochen sind, wie Sozialarbeit, psychologische Arbeit, Beratung, Zusammenarbeit mit Jugendämtern, das alles machen Grundschulkollegen im Moment in ihrer Freizeit. Und wenn wir da nichts ändern, werden wir die jungen Leute nicht davon überzeugen werden, dass sie Lehrer werden. Das wird uns nicht gelingen.
Dann möchte ich noch was zum Thema Vertretungsreserve sagen. Da muss man auch einfach mal sagen, wie die Situation vor Ort ist. Ja, es gibt die Vertretungslehrer, aber wenn man mal mit den Personalräten vor Ort spricht, die Vertretungslehrer, die sind alle eingebunden in Langzeitvertretungen. Und wenn eine Schule jetzt einen kurzfristigen Unterrichtsausfall hat, die werden schon aus Solidarität nicht nach der Kollegin fragen, weil sie wissen, wenn wir die jetzt anfordern, dann ist die an der anderen Schule nämlich weg. Und das ist das, was mir die Personalräte erzählen. Und insofern reicht die Vertretungsreserve da auch nicht aus. Ach, ich weiß, meine Redezeit ist zu Ende. Ein letztes Wort noch. Ich glaube einfach, dass die Landesregierung, aber ich glaube nicht nur die Landesregierung, wir alle zusammen hier in der Politik, wir sollten uns schwer überlegen, wie wir mit den Kollegen vor Ort umgehen. Und ich glaube, das Stichwort, das wir uns alle mal durch den Kopf gehen lassen sollten, ist Fürsorgepflicht. Herzlichen Dank.